Heute gibt es wieder richtig edle Teile zu entdecken. Ein Mediabook, eine Blu-ray-Sammlerbox und eine Schallplatte, wie ich sie vorher noch nie gesehen habe. Lasst euch gerne überraschen. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde und herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, und auch heute gibt es wieder schöne Sachen zu entdecken und zwar richtig edle Teile. Es sind natürlich alles Neuerscheinungen und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Teile in echt so aussehen. Ich kenne sie ja nur aus dem Internet. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit den Filmen an. Hier ist nämlich das erste Päckchen und zwar ganz schlicht und einfach von Amazon geschickt. Die Verpackung ist natürlich wie üblich nicht besonders, aber ich hoffe, dass hier trotzdem keine Ecken angestoßen sind. Das sieht mir ja alles ziemlich unbeschädigt aus. Und wir haben natürlich, ihr wisst es, frustfreie Verpackung, ganz klar. So, und schon kommt das erste Teil zum Vorschein. Diabolik ist nicht zu fassen. Da habe ich mich ja schon lange drauf gefreut. Die normale Ausgabe gibt es ja schon länger, aber hier ist natürlich die Spezialausgabe. Man sieht es wieder mit dem Buch mit dabei. Das ist toll, das ist der dritte Teil der neuen Diabolik-Reihe. Die anderen zwei Teile habe ich ja auch schon hier. Und das passt natürlich jetzt alles perfekt zusammen. Und der dritte Teil. Den Film habe ich selbst noch nicht gesehen, freue ich mich natürlich schon richtig drauf. Die anderen beiden haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, bei den anderen Filmen war immer ein Comicbuch mit dabei. Das ist natürlich klasse, schön zum Anschauen. Leider in Schwarz-Weiß gehalten, aber so war das halt. Und das ist ja ein Nachdruck des alten Comics. Aber auf jeden Fall ein schönes Gimmick. Und da ist es natürlich schon toll, wenn man die Sachen jetzt im Regal stehen hat. Und passt ja wirklich auch gut zusammen, würde ich mal sagen. Tja, da lasse ich mich jetzt gerne überraschen, ob der dritte Teil dann wirklich so toll ist, wie die anderen beiden auch sind. Aber ich bin mal guter Dinge. So, und dann ein weiteres Teil. Und das müsste ein Mediabook sein. Habe ich bestellt bei Mediadealer. Und warum? Ganz einfach, weil es dort um 3 Euro billiger ist, als wenn ich es direkt beim Hersteller bei Playon Pictures kaufe. Warum das ist, weiß ich auch nicht. Warum sind die Sachen teurer, wenn ich sie beim Hersteller kaufe, als wenn ich sie bei anderen Händlern kaufe? Ich habe keine Ahnung. Bei diesem Diabolik-Teil war es übrigens ähnlich. 3 Euro günstiger, weil ich es bei Amazon gekauft habe. Das ist eigentlich schade, denn ich würde natürlich gerne den Hersteller unterstützen, gerne bei Playon Pictures direkt kaufen, aber wenn ich pro Artikel 3 Euro mehr zahle, ja, was soll das? Warum eigentlich? Habt ihr eine Ahnung, warum das so ist? Warum ist es beim Hersteller teurer, als wenn ich woanders kaufe? Keine Ahnung, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Vom logischen Standpunkt her kann ich das überhaupt nicht begreifen. Aber egal, packen wir das nächste Teilchen aus. Das ist ja super verpackt. Ein Kinoplakat wurde hier außen rumgewickelt. Unglaublich. Das kann ja echt nicht wahr sein. Und zwar das Kinoplakat vom neuen Dune-Film. Zerrissen und als Verpackungsmaterial. Das ist natürlich echt schade. Also das muss echt nicht sein. Ich sammle ja auch Kinoplakate. Aber warum ich hier ein halbes Kinoplakat jetzt bekomme, das finde ich wirklich schade. Da hätte ich mich mehr gefreut, wenn das ganze Plakat gefaltet beigelegt wäre. Schade drum eigentlich. Denn sonst hätte ich es mir wirklich in die Sammlung getan. Und das ist wirklich ein schönes Plakat. Ja, hier nochmal Luftpolsterfolie und dann kommt das Mediabook zum Vorschein. Die 5 Gefürchteten. Wie gesagt, ebenfalls ein Teil von Playon Pictures. War hier beim Mediadealer um 3 Euro billiger. Und ist auf einen Tag gekommen. Muss ich sagen, wirklich, wirklich toll. Vor 2 Tagen bestellt, gestern gekommen. Wunderbar, also da kann man wirklich nicht meckern, das Teil ist ja auch gerade erst rausgekommen. Und jetzt ist es schon hier, ein Film mit Bud Spencer und mit sonstiger Starbesetzung. Peter Graves war zum Beispiel auch mit dabei, ein ziemlich alter Western, Ende 60er, Anfang 70er Jahre würde ich mal sagen. Und da freue ich mich natürlich, diesen Bud Spencer Film hatte ich tatsächlich noch nicht in der Sammlung. Hier gibt es natürlich auch einige Extras. Und wieder schöne Bildchen aus dem Film.
Das gibt bestimmt wieder einen schönen Kinoabend. Wunderbar, und das Cover ist der erstklassige. Es gibt noch ein zweites Cover von diesem Mediabook. Das ist aber eher die Comedy-Fassung, würde ich mal sagen. Hier das Original-Plakatmotiv von damals. Und es ist halt ein ernsterer Film. So, und dann kommen wir zum Höhepunkt. Und zwar zu einer Schallplatte, wie ich sie vorher noch nicht gesehen habe. Und die Verpackung verheißt schon einiges, denn die ist nämlich ganz schön dick. Das ist auch gut so, denn hier soll wirklich nichts beschädigt werden. Das Paket kommt übrigens aus Italien. Und klasse, absolut toll verpackt. Wenn jetzt der Inhalt auch noch annähernd so ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann ist das ein richtiges Erlebnis. So, jetzt machen wir mal auf. Luftpolsterfolie natürlich. Sehr schön, sehr schön. Und dann nehmen wir das Teil mal raus. Auf jeden Fall super gemacht. Überall noch Karton außenrum. Klasse. Karton, Karton. Nochmal Karton. Und dann nochmal verpackt. Super. Da hat sich jemand wirklich absolut die Mühe gegeben. Und da weiß ich, hier kann man gerne wieder mal bestellen, denn die Sachen kommen auf jeden Fall gut an. Da müsste schon ein Panzer drüber rollen, damit das Ganze kaputt geht. Aber da hoffen wir mal, dass das nicht passiert. So, auch hier schon offen. Und innen müsste dann dieses tolle Teil zu finden sein. So, ganz vorsichtig mal rausnehmen. Boah, absolut klasse. Absolut klasse. Schaut euch das an. AC/DC. Money Talks heißt dieses schöne Teil. Ist eine Doppel-LP. Darauf befindet sich ein Konzert und zwar live in Moskau. Ja, AC/DC haben tatsächlich mal in Moskau gespielt, damals mit vielen anderen Bands wie Scorpions, Mötley Crüe und so weiter. Und das Konzert ist hier in voller Länge enthalten. Und das Besondere daran ist, die Platte ist erstmal versiegelt. Ihr seht es hier mit diesem wunderbaren AC/DC Geld-Sticker-Aufkleber. Dann gibt es hier noch die Original-Goldscheine, die hat es ja damals bei Money Talks immer von der Decke geregnet. Absolut super gemacht. Und das Schöne an dieser Platte ist eigentlich, sie hat hier ein ausgeschnittenes Cover, hier steht schon 3D. Und 3D bedeutet, das Cover ist hier ausgeschnitten. Ihr könnt es hier vielleicht sehen. Und innen ist dann noch farbiges Vinyl enthalten. Das sieht absolut klasse aus, AC/DC ist auch auf Plastikfolie drauf gedruckt. Super. Also ein wirklich schönes Teil, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Es gibt zwar Platten, die hier so ausgeschnitten sind, aber in dieser Perfektion und dieser Qualität absolut klasse. Die Soundqualität müsste super sein, das Konzert wurde ja damals auch übertragen, es gab Videokassetten davon. Da freue ich mich wirklich, dass ich dieses Teil in der Sammlung habe und ich glaube, es müsste auch limitiert sein. Colored Vinyl. Steht hier eine Limitierungsnummer, außen auf jeden Fall nicht. Hier steht nur Limited Edition drauf, aber soweit ich weiß, gibt es hier nicht viele Stücke davon. Und da ist sogar noch was im Karton versteckt. Beim Rausziehen ist nämlich etwas runtergegangen. Und zwar dieses tolle Teil, die Banderole. Die passt nämlich auf die Platte drauf. Sehr schön. Das mache ich jetzt mal kurz drauf und dann können wir uns das ansehen. Absolut klasse, hier sind nämlich die ganzen Daten zum Konzert mit dabei und die ganzen Daten zur Schallplatte. Super. Und auf der Rückseite steht auch noch einiges drauf. Hier gibt es dann natürlich noch die Songauflistung. Dann noch einige Angaben. Und drunter natürlich nochmal Angus. Super, absolut klasse. Das muss ich jetzt noch zusammenbasteln. Und dann ist das Teilchen komplett. Ja, auf jeden Fall ein Schmuckstück für die Sammlung. Ein Highlight für jeden AC/DC-Fan. Absolut klasse. Ja, das war's auch schon für heute. Drei wirklich edle Teile. Eine Bereicherung für jede Sammlung natürlich, ganz klar. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Macht's gut und bis bald.